Soziologie ist noch eine sehr junge Wissenschaft. Und dennoch dringt sie in all unsere Lebensbereiche ein. Wohin wir auch sehen, gesellschaftliche Phänomene bestimmen unseren Alltag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für Sie diese Phänomene aufzuzeigen und zu hinterfragen. Nur wenn wir unsere Gesellschaft verstehen lernen, können wir auch unser gesellschaftliches Zusammenleben sinnvoll gestalten. Willkommen bei der 18. Ausgabe von Soziologie heute. In Zeiten zunehmender Spezialisierung erscheint Allgemeinbildung an Bedeutung zu verlieren. Bringt Allgemeinbildung oder berufliche Bildung uns in der Gesellschaft und, was vielleicht noch wichtiger ist, unsere Gesellschaft vorwärts? Soziologie heute hat dazu erfahrene Soziologen aus Österreich und Deutschland eingeladen, ihre Meinung kurz darzulegen. Heute gibt es weltweit zahlreiche Einrichtungen, die sich dem Schutz von Kindern vor Missbrauch und Gewalt verschrieben haben. In Österreich organisiert sich gerade ein Safe Space Schülercoaching. Bernhard Martin schildert in seinem Beitrag das beispielhafte Projekt des Evangelischen Gymnasiums in Wien. In einer Langzeitstudie hat Peter Stiegnitz Unterschiede bei der selbstgestalteten Position der Juden in der Gesellschaft herausgearbeitet. Im Interview mit Soziologie heute plaudert Stiegnitz über das Gefühl, Jude zu sein, über Assimilation und Vorurteile. Wir scheuen uns zuzugeben, dass wir für alles, was wir tun wollen oder können, so viele Worte gebrauchen. Heißt Menschsein nichts anderes als die Sprache zu gebrauchen und von ihr gebraucht zu werden? Befinden wir uns also in einem ganz normalen Delirium unserer Wörterwelt? Hermann Strasser und Max Bilitzer gehen diesem Phänomen auf den Grund. Den Führungsansprüchen und worauf es bei Führungskräften häufig nicht ankommt, ist Monika Spätling-Reichardt in ihrem Beitrag auf der Spur. Das 25-Jahre-Jubiläum der Tschernobyl-Katastrophe und das rezente Unglück in Fukushima heizen die Diskussion um die Kernkraft weltweit an. Wie jedes ethische Problem verlangt auch dieses eine nüchterne, rationale und möglichst umfassende Abwägung der Argumente. Umfassend kann die Auseinandersetzung zwischen Paul Ertl und Alfred Rahmer auf zwei Seiten natürlich nicht sein, aber vielleicht inspirierend. Das Sterben und die damit verbundene Trauer sind Themenbereiche, die in der Soziologie kaum existieren. In Sociologists Never Die geht Nina Jacobi dieser Frage nach. Postmodernistische Performance und ihren Event- und Showcharakter bedienen Großverpackungsspezialisten wie Christo und entsprechend dem scheinbar das Bewusstsein bestimmenden Schein. Richard Albrecht widmet seinen Beitrag dem Dadaismus und sieht in der Suche nach der Rekonstituierung von ganzheitlichem Lebenssinn die Kernkompetenz von Kunst. Wäre jemals ein Nobelpreis für Soziologie verliehen worden, so wäre Robert King Merton der erste Anwärter für diesen Preis gewesen. Zahlreiche wissenschaftliche Begriffe, die aus der heutigen Soziologie nicht mehr wegzudenken sind, gehen auf ihn zurück. Bernhard Hofer streift das Leben dieses breit gebildeten, charismatischen und motivierenden Wissenschaftlers.